Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ich habe gerade Final Fantasy gesagt und das war jetzt irgendwie nicht so schlau. So, wir sind hier eigentlich quasi fast hoffentlich durch mit dem Krankenhaus. Das freut mich natürlich, dass wir aus diesem Brookhaven Hospital endlich mal rauskommen, denn das war ja auch mal wieder nicht so einfach. Jetzt sollen wir ins. Oh, das wollte ich gar nicht. Ganz raus? Gehen wir mal ganz raus. Werd bestimmt direkt angegriffen. Oder so. Why did you send her to my father? Was that wrong? It's your fault that he... But surely it's a good thing. It means he was one of God's beloved, no? Those who mock God will never receive salvation. You'll go to hell, Vincent! You'll never feel the joy of God's everlasting paradise. And you think God is going to save you? What do you know anyway? I know about the pleasures of this world. And I want to find my happiness while I'm still here. You hated your father, didn't you? I saw the way he hit you, kicked you, and made you cry. Oh, the memory of his cruelty is forever burned into my mind. Yes, yes. And that's why we need God. What you call faith is nothing more than a child crying out for love. That's why you're all alone. You don't understand. None of you do. Was denn da los? Familienprobleme? Mit denen will ich nichts zu tun haben. So. Raus in die Stadt. Los geht's ins Jack's Inn. Oder was? Sollen wir da jetzt hin? Ist da das ist Jack's Inn? War das das Motel? Wir sollen ja wieder ins Motel. Lauf ich mal los. Achso, und natürlich die Weste ablegen. Das war jetzt wieder interessant. Irgendwie, ja, meine ich, dass die auch verwandt waren oder er ist verwandt mit jemandem oder ich weiß auch nicht. Könnte mir gut vorstellen, dass er deswegen von ihrer Kindheit sprach. Weiß ich nicht, müsste ich nochmal nachgucken. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber da dämmerte mir irgendwas. Auf jeden Fall ging es Claudia ja wohl auch nicht gut. In ihrer früheren Zeit als Kind. Und da kann ich ihm eigentlich nur recht geben. Was ist denn jetzt los? Wow! War eben voll ausgewichen. Lass mich! Lass mich, lass mich, lass mich. Oh nee, hier wollte ich gar nicht rein. Ich muss hier schnell weg. Nein! Hallo! Lass mich doch mal! Du Scheißvieh. Voll die Monster. Ach, ich bin ja hier richtig. Das ist gut. Oh ja, nerv mich doch nicht mal, du Köter. Die nerven mich voll. Die bleiben voll auf den Fersen dran. Ja, ist klar. Häng die mal ab. Na endlich. Geht's hier irgendwann mal rechts rein? Na toll. Jetzt komme ich nicht drum rum, ne? Mach! Oh, das nervt mich. Wo bin ich hier eigentlich? Oh, schon in so einer Ecke, wo ich gar nicht sein will. Leck mich.
Oh Mann, oh. Ja. Schluss hier. Blöder Hund. Und da kommen schon die Nächsten. Oh, das gibt's doch nicht. Ich wollte nur mal gucken, ob hier vielleicht was ist. Lass mich. Ich weiche hier schon geschickt aus. Ich muss hier mal rum. Hier geht's doch irgendwo rein. Hier. Da müssen wir hin. Hier geht's gar nicht, hier sind Parkplätze. Wo war denn das? Hier die Treppe hoch? Nee. Nanu? Doch, irgendwo hier. Was war das für ein Geräusch? Ist sie selber? Können wir hier rein? 106. Okay. Where's Douglas? He went out. But he left a message for you. Was there someone else here just now? No, no. Just me. Don't you want to know what the message is? Yeah? What did he say? The church is on the other side of the lake. Church? I wonder what he meant by that. You don't understand? That's where Claudia is. Across the lake. On the north side. If you're going, you'd better go through the amusement park. It's probably the only way in now. Go northwest on Nathan Avenue. It's a bit far, but it's closer than heaven. Is that it for the message? Uh-huh. Douglas really said that? What's wrong? You don't trust me? Nee. Ich meine, er ist nicht der Dümmste, aber vor allem, ja, ich weiß nicht, würde mich ja auch blöd fühlen jetzt. Also, und vor allem sollen wir jetzt durch den Vergnügungspark, also der kann ihm doch, er kann ihr doch auch einfach einen falschen Weg sagen. Verstehe das gar nicht, dass sie das eigentlich einfach glaubt. Da ist die Nathan Avenue und da sollen wir lang. Und wo sind wir gerade? Ja gut, dann müssen wir jetzt hier raus. Und dann jetzt wo genau lang? Erstmal hier lang. Das ist ja blöd. Konnten wir nicht speichern. Was ist denn, wenn wir da nochmal hingehen? Geht sie da überhaupt nochmal rein? Ah, das ist 103. Das ist falsch. Falsch. 104. Komme ich denn gerade her? Hier. Ich werde wohl nicht wieder hineingehen. Ich sollte wirklich zum Vergnügungspark gehen. Richtung Nordwesten auf der Nathan Avenue. Ja, okay. Dann gehen wir. Hätte ja sein können, dass wir mal speichern dürfen, aber nee. Wäre ja viel zu nett und so. Ja, müssen wir auch nicht unbedingt, aber ist schon auch nicht so ohne hier mit den Hunden, finde ich. Von daher geht's jetzt mal links lang. Ich habe keinen Bock, die Viecher an den Fersen kleben zu haben. Oh oh, oh oh. Schön ausweichen. Immer geradeaus. Ich gehe auch mal hier ein bisschen an den Autos entlang. Ich hoffe ja immer, dass wir mal was finden. Aber irgendwie sieht es schlecht aus. Musik ist cool, so Silent Hill halt. Eine einsame Stadt im Nebel. Verlassen. So, kommen wir in einen neuen Bereich? Oder so? Immer entlang. Oh. Haben wir es schon geschafft? Thank you.
Nein. Scheiße. Nee, es ist wie in ihrem Traum. Sie ist jetzt nur aber wirklich hier. Und damals waren hier auch voll viele Monster. Oh nein. Da sind Robbie, die Häschen, ein riesiges Hasenkostüm. Ist es das Maskottchen des Vergnügungsparks? Ich will nicht hineinsehen. Irgendwas da drin riecht furchtbar. Ihhh. Ja, okay. Schön. Schön, schön. Da kommen wir nicht lang. Überall liegen tote Hasenkostüme. Gar nicht unheimlich. Boah, ich würde mich hier doch nie hintrauen. Alleine. Eine Karte des Vergnügungsparks, die kann ich nicht mitnehmen. Toll. Wir brauchen eine kleinere. Gibt's eine kleinere? Habe ich die hier vorne vielleicht verpasst? Nee, ne? Nee. Schade. Ja, mache ich jetzt? Es ist ein Popcornwagen, nichts Besonderes Interessantes halt. Oh, gruselig. Da ist eine Leiche in dieser Kiste. Hier gibt's nichts Interessantes. Ich kann nichts daran ändern, aber ich frage mich, wer das getan hat und warum. Ja, immerhin fragt sie sich das. Sonst hätte ich jetzt echt gedacht, wie nichts Interessantes. Ist ja nur eine Leiche und so. Okay. Oh, nee. Aber war das nicht hier rechts, wo man weiter konnte? Hier? Nee? Kann ich hier weiter? Wo komme ich denn weiter? Hä, da komme ich her. Geht's hier links weiter? Ah. Okay. Oh, nein, ich hab Schiss. Nein, ich hab Schiss. Nein. Nein, es war klar. Lauf! Oh oh. Oh oh. Ja, oh, Gott sei Dank. Ein Hasenstofftier. Hier, Erste-Hilfe-Kasten. Erste-Hilfe-Kasten. Hier sind Spielsachen in der Auslage, nichts Ungewöhnliches. Oh, wie in ihrem Traum. Nur, dass jetzt alles mit dieser Musik auch noch so schlimm ist. Ein Hasenstofftier. Hier sind Spielsachen in der Auslage, nichts Ungewöhnliches. Hm. Hier ist eine Tür. Oh, die Musik ist auch so unheimlich. Ist hier nichts mehr? Hier ist eine Reihe von Hemden. Hier brauche ich nichts. Das hat sie damals ja auch gesagt. Irgendwie sieht es aber doch ein bisschen anders aus, oder? Oder irre ich mich da? Oh, hoffentlich übersehe ich die Amusement-Karte nicht, ganz ehrlich. Hier, Robbie. An einem solchen Ort ist das eher unheimlich als süß. Ja, finde ich auch. Ist wahrscheinlich normal. Kalender, Hemden, Kekse und Bonbons in der Auslage. Die braucht sie jetzt aber nicht. Hm. Was war das? Ich habe mich erschrocken. Was war das? Da, guckst du doch hin. Was ist das? Was? Getrocknetes Rindfleisch. Was war das? Eine Ampulle. Oh, ich krieg einen Herzinfarkt hier. Die Musik geht immer so komisch. Was ist denn jetzt hier runtergefallen? Da! Hey! Bonbons sind voll vom Regal gefallen. Das war nicht in meinem Traum. Nee. Das heißt, du kannst jetzt hier speichern, Mädel. Gut, dass es runtergefallen sind, ausnahmsweise. Die Bonbons sind wohl vom Regal gefallen und zertreten worden. Das war nicht in meinem Traum. Ach so, das stand da. Oh, dann speichern wir mal. Oh, ich habe mich erschrocken. Hm. Okay. Gut. Liegt jetzt hier noch was?
Ja, was denn? Oh, ein Achterbahnschlüssel. Okay, den hätte ich jetzt fast übersehen. Na nö. Okay. Jetzt guckt sie immer nur zum Symbol, ne? Okay. Alles klar. Aber wenn sie nirgendwo mehr hinguckt, dann hat sich's ja wohl, oder? Hm. Ja, gut. Du guckst zur Tür. Okay. Ja, dann muss ich wohl wieder raus. Super. Ja. Kannst du mal aufstehen? Kannst du mal die Kamera drehen? Ich sehe nichts. Oh nein. Schnell, schnell. Nein. Nein. Oh Gott, ihr geht's richtig schlecht. Ich muss was tun. Oh Gott, ich muss was tun. Ganz schnell. Lass mich. Hier komme ich her. Oder? Ich komme hierher, ne? Ja, ich komme hierher. Shit. Hm, was mache ich denn jetzt? Achterbahnschlüssel. Muss doch irgendwas sein. Da war ich doch gerade drinne, oder? Ja, das ist unser Raum hier. Ich muss nach rechts mehr. Hier war ich noch nicht. Hier. Kaputt. Was dann? Hier. Oh, schrecklich. Ja. Ja. Nein. Nein. Und Leute, übertreibt man nicht hier. Nein! Schrecklich! Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Schnell. Okay. Hier. Genau, jetzt kannst du da rein. Was können wir jetzt hier machen? Das sieht wie die Steuerung einer Achterbahn aus. Sie ist noch eingeschaltet. Ausschalten? Nee, warte mal. Was zum Teufel ist das? Ich habe das Gefühl, dass ich mir was Übles einfangen könnte, wenn ich es anfasse. Hat wohl einer ein Bein verloren. Was ein Gesundheitsdrink? Wo kommt der denn her? Oh. Das muss ein Gerät sein, um die Achterbahn zu steuern. Aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Da ist ein Schalter auf der linken Seite. Okay. Man übersieht hier voll schnell was. Ja, dann machen wir das mal. Achso, ausschalten meine ich. Damit die Achterbahn uns nicht bekommt, natürlich. Sonst überfährt die uns ja. Genau. Und dann können wir jetzt hier raus und hoffentlich sterben wir dann nicht, weil wir haben es jetzt ausgeschaltet. Und dafür ist nämlich der Achterbahnschlüssel da. Und das ist voll gefährlich. Finde ich. Ja, und jetzt kommt das schon wieder. Was wir vom ganz am Anfang kennen. Was? Sie fällt runter? Was? Nein, dann muss ich doch alles nochmal machen. Hallo? Was ist das denn? Da muss man ja ganz, ganz vorsichtig laufen. Oh, Leute, fortsetzen. Wo beginne ich jetzt neu? Beim letzten Speicherpunkt oder woanders? Bitte nicht so, nicht alles nochmal. Ich bin so gut mit den Monstern gerade davon gekommen. Oh, jetzt bin ich hier. Leck mich doch. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Ampullen und den Scheiß gefunden habe. Oh Mann, oh, das ärgert mich jetzt voll. Scheiße. Hm. Ja, hier kann ich speichern, aber... Sie hat doch noch voll die Sachen eingesammelt. Was war das alles? Das Gedöns. Also sie musste da hingucken. Da ist die Tür. Guckst du hier noch irgendwo hin? Ich weiß immer nicht, ob sie das jetzt schon eingesammelt hat oder nicht. Hier hast du den Schlüssel schon? Nee, ne? Ja, hast du nämlich noch nicht. Ja,
Ist ja auch gar nicht wichtig. Wenn sie den nicht hat, dann hat sie vielleicht die Ampullengeschichten oder was hier war auch nicht. Da war Rindfleisch und was war da noch? Hier? Hier. Hier. Patronen. Die hatte ich vorher nicht. Muss ich hier ganz genau umgucken. Ich muss jetzt gerade ganz genau auf ihren Blick achten. Die Patronen finde ich sogar noch wichtiger als die Heilsachen gerade. Ganz ehrlich. Das ist irritierend. Und warum muss man alles nochmal machen? So ein Scheiß. Sie da von den Gleisen auf einmal. Sie ist doch sonst kippelt sie doch da auch rum und hat Schiss runterzufallen, aber es passiert nichts. Das ist das erste Mal, dass sie wirklich irgendwo runterfallen kann. So ein Quatsch. Sonst gab es da immer so einen Stopp. Und ich habe das Gefühl, ich laufe hier immer gleich rum. Das ist ja blöd. Ja, also ich werde das im nächsten Part leider nochmal machen müssen. Weil, was soll ich tun? Ach, finde ich das doof. Das war in irgendeinem Regal, als wäre da gar nichts. Ich hoffe, sie hat sie schon eingesammelt. Aber ich kann das, glaube ich, schwer sehen, ob ich die schon eingesammelt habe, die Vorräte. Ich habe 7 Gesundheitsdrinks, 4 davon. 2 Ampullen. War eine Ampulle davon dabei? Ja, toll. Ja, Leute, tut mir leid, aber im nächsten Part laufe ich dann ab hier nochmal. Das ist einfach günstiger hier gerade vom Speicherpunkt. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Tschüss.